Hallo ihr Lieben, es geht weiter in meiner Reihe, wie ich meinen ersten Island-Pullover stricke. Und dann nehme ich euch ja immer ein Stück mit und zeige euch so ein paar Ausschnitte. Die anderen Teile, wie ich jetzt hier den Body bzw. die Ärmel an den Pullover angebracht habe und auch den Ärmel gestrickt habe. Und das Bündchen habe ich euch schon bereits gezeigt. Das verlinke ich euch auch unten. Ich mache einfach eine Playlist zum Thema Island-Pullover stricken und da findet ihr die anderen Videos. Ihr seht, ich bin jetzt bereits an der Passe angelangt, an der Rundpasse. Und der Pullover wird ja von unten nach oben gestrickt. Und hier beginnt jetzt auch der Colorwork-Teil. Und da wollte ich euch auch einfach mal eine Reihe zeigen, wie ich das Ganze stricke. Und zwar zeige ich euch dazu erstmal die Anleitung, also beziehungsweise einen Teil von der Anleitung, weil die komplette Anleitung kann ich euch aus Urheberrechtsgründen natürlich nicht zeigen, aber dass ihr einfach mal versteht, weil die doch relativ alle gleich aufgebaut sind, wie man so eine Anleitung liest. Also das hier ist sozusagen der Chart, ja, wie ich die Farben stricke. Und ich bin jetzt in der Zeile Nummer 25. Muss man noch näher ran, glaube ich. Okay, Moment. So, müsste man es jetzt gut erkennen. Genau. Also, ich bin jetzt hier bei Reihe bzw. hier sind sehr runde Nummer 25. Ja, es geht von oben hoch und man liest diesen Chart immer von rechts nach links. Ja, und dieser Teil unten, das ist der Repeat-Teil. Also dieser Teil, der wird dann immer wiederholt. Also fangen wir an. Wir lesen von rechts nach links und in dieser Reihe ist auch zum ersten Mal das Maschen abgenommen werden. Dieses Zeichen hier, dieser Schrägstrich nach rechts, bedeutet, aber das könnt ihr auch immer in eurer Legende nachlesen, das sind alle Zeichen erklärt, dass ihr zwei Maschen rechts zusammenstrickt. Und dieses Kästchen bedeutet dann einfach, dass ihr die Masche in dieser Farbe strickt. Bei mir ist es dieser Goldton und dann 3 Türkis, 2 Gold. Dann wird dieser Teil immer wiederholt. Es wird wieder abgenommen, eine Masche. Dann kommt Gold, 3 Türkis, Gold, Gold. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Also beim Stricken mit zwei Farben. Ich mache jetzt einfach mal die einfache Methode, wirklich, wie ich es im Anfängern auch empfehlen würde. Genau, ich habe jetzt hier meinen Türkis und meinen Goldfaden und das ist die Vordergrundfarbe, die Musterfarbe habe ich hier immer im Vordergrund und die Hintergrundfarbe hier im Hintergrund bzw. hier oben drüber. Jetzt hieß es ja laut Anleitung, genau, wir sollen erstmal die nächsten zwei Maschen rechts zusammenstricken. Die nächsten zwei Maschen, hier ist mein Rundenanfang, das sind diese. Die stricke ich rechts zusammen. Dafür gehe ich hier unten rein und stricke die in der Farbe Gold rechts zusammen. So. Anschließend folgt noch eine Farbe Gold. Das heißt, ich kann den Faden hier gerade auf den Zeigefinger lassen und noch eine Farbe Gold stricken. So, dann lasse ich den Faden fallen, weil es kommen drei Maschen in Türkis und ich gucke immer, dass der goldene über den türkisen ist, so verheddern sich auch die Knäule nicht. So, 3 Türkis, 1, 2, 3 und jetzt folgen 2 Gold, das heißt, den lasse ich fallen, den türkisen, und schaue wieder, dass der goldene über dem türkisen liegt. Und ich stricke 2 Gold. Anschließend folgen wieder, und das wird jetzt immer wiederholt, jetzt stricke ich wieder 2 Maschen zusammen, rechts, in der Farbe Gold.
und genau, der liegt wieder über dem türkisen. Ach nee, genau, jetzt folgt noch eine Masche Gold, also noch eine Masche Gold. Dann kommen drei türkisene. Ich lege mir den wieder hier über den türkisenen und den türkisen hole ich von unten, so dass, wie gesagt, der goldene immer über dem türkisenen liegt. Und stricke drei türkis. Drei türkis. Und dann folgt laut Anleitung wieder zwei Gold. Also hier der goldene ist über dem türkisenen. Zwei Gold. Und so bilden sich hier hinten dann diese, diese Spannfäden. Das könnt ihr hier sehen. Wenn in der Anleitung einen längeren Schritt gibt, wo, was weiß ich, über 5 Maschen in der gleichen Farbe gestrickt werden, bevor ein Wechsel kommt, sagen wir mal bei 7 Maschen in Gold, wenn es 7 Maschen in Gold gestrickt werden, ich mache das jetzt einfach mal, wo es das nicht vorkommt in der Anleitung, 1, 2, 3, 4, 5, also so spätestens nach der 5. wäre ja dann der Spannfaden zu lang, kann man das miteinander verdrehen. Dann nehme ich mir einfach den türkisen, den ich nicht benutze, und verdrehe den einmal hier mit dem Goldfarben, so dass der dann mit eingewebt wird, und stricke dann jetzt, wenn es dann 7 sind, noch 6. und 7. Masche weiter. So, dann habt ihr den türkisen Faden mit eingewebt und dann wird einfach der Spannfaden nicht so lang. Sonst grundsätzlich, es gibt auch noch eine andere Methode, wie man Colorwork stricken kann. Ich finde, das ist halt für Anfänger fast am einfachsten, dass man immer die Farben abwechselt. Ich persönlich stricke die ganzen so, indem ich mir die hier um den kleinen Finger wickel, damit der Mittelfinger hier reingehe. Und der andere läuft sozusagen über den Zeigefinger und der goldene über den Mittelfinger und strickt dann so. Na, wenn ich Türkis brauche, stricke ich Türkis. Bei Gold, Gold, so. Und diese Methode habe ich euch aber schon mal erklärt im anderen Video, wo ich das nochmal ganz viel langsamer erkläre. Und das zeige ich euch, das verlinke ich euch unten. Und wie gesagt, am Anfang würde ich einfach dann immer schauen, dass ich hier die Farben wechsle. Und so stricke ich jetzt meine Passe weiter. Und genau, dann zeige ich euch demnächst, wie ich den Kragen stricke. Viel Spaß beim Nachmachen und bis bald, eure Maschenmarie.